Servus bei Let's Play Pokémon Saphir. Das ist jetzt das Special, was nachsynchronisiert ist. Also ich kann jetzt nicht einschätzen, was passieren wird. Das ist zumindest mein Eindruck, aber der ATR gibt nicht so leicht auf. Oh, ich habe hier etwas für dich, das sollte ich dir von einem Mr. Brick geben. Wo ist die Gedalten? Okay, damit können wir in die Feriensäger aus Sub City und die führt uns dann nach Graffitport City und umgekehrt. Und zum Duellturm. Ja. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich was nachsynchronisiere, Leute. Ja. Gehen wir mal. Hä? Was ist nach dem Fernsehen, genau? Ein fliegendes. Und die Meldung hatten, dass ein fliegendes Pokémon gesichtet wurde. Die Intensität des Pokémon konnte bisher nicht festgestellt werden. Und damit schalten wir wieder in unser laufendes Programm. Ja. Verlassen wir mal das Haus und jetzt fliegen wir mal nach Sega Sub City oder Graffitport City. Okay, wir fliegen nach Graffitport City. Zuck und zuck. Bing. Sprechen wir mal die Ding dann, die Frau. Hallo, möchtest du bei der Fähre fahren? Zeig mir dein Ticket. Alter! Perfekt, kannst du an Bord, ja. Gehen wir mal nach Sega Soul City. Zum Deltum gehen wir später. Okay. Und es fährt los! Diese Fähre ist so konstruiert, dass sie auch durch starke Strömungen fahren kann. Wir hoffen, du genießt deine Reise mit uns, schau dich in Ruhe auf dem Schiff um. Wir meinen die Kabinen. Das sind überall Tränen und ich fühle mich etwas albern, aber die Liebe gibt mir Kraft, ja, Lena, ist klar. Und junges Glück, ja. Lena und Uwe mit zwei Lipiskus, oh mein Gott, irgendwie kitschig. Gut, Erdbeben ist beide hitten, aber da ich Magneton treffen will, wechsle ich Magneton aus. Und Libell dort schwebe und wird deswegen nicht getroffen. Bam! Okay, jetzt nur noch ein. Wird Boden unter. Achso, ja, stimmt. Okay, ich dachte, das Hibiskus hätte es gerade abgewehrt, aber nee, hat's nicht. Eine Attacke, zwei Kills. Also ein Double Kill. Gehen wir mal in diese Kabine. Okay, die ist leer. Gehen wir wieder raus. Kabine 2. Was bist du für einer? Wahrscheinlich ein Schnösel. Ah, du kommst gerade rechtzeitig. Ich langweile mich schrecklich. Du musst mich jetzt unterhalten. Jawohl, ein Schnösel, sagte ich doch. Ich hab bestimmt einen. Na, ich dachte, er hat einen Zigzag oder einen Gerdax. Und wir hatten nur einen Azumarill. Level 45. Das müsste ein One-Hit-Kill sein. Mit unseren starken Pokémon ist es eh kein Problem, sie zu besiegen. Das reicht! Oder? Ne, Schnüsselsprache. Das reicht! Lass mal Kabine. Jetzt gehen wir in Kabine 4. Okay, die ist leer, aber ich glaube, hier können wir. Ach, da ist ja einer. Ist das ein Gentleman? Ich glaube, das ist ein Gentleman. Jawohl, ist es auch. Voltenzo kann man leicht killen mit Erdbeben. Also, Sumpix. Walte deines Amtes. Bäm. Und tot. Level up. Level 58. Voltenzo, schon wieder eins. Das können wir auch wieder gleich zonen. Erdbeben. Bäm. Tot.
Deine Freunde sind in der Tat sehr stark. Also ich will verpissen und wir. Diese Kabine, die ist vollgesoffen mit Alkohol und versteckten Zigarrenkippen auf dem Boden. Und wahrscheinlich gibt's ja auch noch Drogen, ja, genau. Ja, hallo, ich verhalte mich sehr verdächtig, ich glaube, er ist ehrlich, ich habe es nichts vor jemanden übernommen, das, was? Das würde ich nie tun, er ist sauber, ja, TM. Achso, wir kriegen von denen eine TM. Was für eine TM ist es? Übernahme. Oh, die ist anscheinend. Damit kann man Attacken übernehmen, die der Gegner vorher einsetzt, die Attacke kann. Wie heißt das Pokémon? Egal. Quint, hast du an der Tür geklopft? Nein, hab ich nicht. Das war der Nikolaus. Und er wird dich verprügeln, wenn du mir nicht dein Sengo aus dem Weg schaffst. Oh, Blizzard. Ach, geht daneben. Okay. Nochmal Blizzard. Blizzard! Bam! Ja, ist die Aufnahme, die wird wahrscheinlich ohne Ton sein. Aber das merkt ihr ja eh. Eine Niederlage muss mit aufrechtem Kopf akzeptiert werden. Ja. Fass mal wieder diesen Ort. Na, ja, da ist ein Pitz, Pitge, nee, Quatsch, doch. Nee, das ist der Taubsee auf Englisch. Das heißt Wingall. Ich möchte keine Taste T, ich möchte lieber kämpfen, ja. Nee, Quatsch, das sage ich jetzt. Lady! Transvestit! Ich bin eine Lady! Oh, ich war zu viel Little Britain, Leute. Blizzard, one kill, fertig. Reden wir mal ein bisschen über, über, keine Ahnung. Egal. Ich weiß noch, was ich so machen sollte. Ich musste einfach nur lesen, was davor steht. Ist ein bisschen langweilig, ne? Ich glaube, ich... Reden wir mal über Drogen, ne? Drogen sind schlimm, okay? Drogen sind schlimm. Und der ist auch schlimm. Oh, ne. Ja, der hat wahrscheinlich nur Pikachu, ist dieser Freak. Das habe ich auch gesagt, wo ich das gespielt habe. Habe ich das auch vermutet. Yep, und er hat nur... Achso, er hat nur einen Nikos, okay. Und das letzte ist ein Inkoro dann. Erbärmliches Level, nur 22. Ja, das wird ein öder Kampf, das spule ich vor. Nochmal Erdbeben. Oh, Level 12, fick dich doch. 30. Jetzt kommt eine Koro. Auch 100 Kilo, okay. Gut, dass ich vorgespult habe. Oder hatte. Oder habe vorgespult, oder was? Was weiß ich. Oh, ich habe die Schnauze frei. Ich bin in die Mitte vom Putzen. Ein Kampf ist jetzt genau das Richtige. Den Toxa. Also in den Kampf. Zumbex, ab in den Kampf. Zumbex, setz deine Erdbeben. Oh, keine Erdbeben, okay. Zephyr. Ja, so, Detox-Barriere. Verteidigung steigt stark. Kommt jetzt mein Kamerupt. Säure. Ist schwach, senkt meine Verteidigung. Und selbst nicht einmal das ist hundertprozentig gewährt. Das verteidigt er sich. Yeah, Geofissur! Pam! Oh Gott, das muss ich genau das Ende treffen, jetzt ist das Video gleich vorbei und... Ja, du wolltest gar nicht zu schnell, okay. Jetzt kommt Machoke. Jetzt können wir mit Fliegen von die Beldra killen und bis zum nächsten Teil. 10 Minuten können wir noch aufnehmen. Fliegen! Die Bälle fliegt hoch empor. Jetzt kommt Gesichte. Bam! Sehr effektiv.
Und wieder Erfahrungspunkte. Büdelstände, ich habe verloren. Ihr verliert's doch alle gegen mich. Wir sind die Gebrüder Saubermann. Der Ältere verteilt die Schmierseife und der Junge schrubbt das Deck. Und da ist noch ein Matrose. Hier ist der untere Bereich des Schiffs. Hier haben wir sehr viel Platz. Genau richtig für einen Pokémon-Kampf. Matrose, den Leonard. Und ein Macholo. Wir müssen unsere Pokémon mal heilen, weil Erdbeben hat keine HP mehr und auf Dauer sehr viel einsetzen, das ist auch nicht gut. Wenn der Wasser-Pokémon kommt, dann müssen wir es immer wechseln, dann kriegen die gewechselten Pokémon Schaden immer. Ja, wenn eins zum Beispiel Milotic ist, dann haben wir schlechte Karten. Wobei wir uns eh keine Sorgen machen müssen in Extremfällen, weil die Level, die sind unter unserem Level. Weit unter unserem Level. So, jetzt. Ich muss an meiner Deutlichkeit ein bisschen arbeiten. Pilipper, genau das sagte ich. Achso. Ach, sie kriegen gar keinen Schaden, okay. Dann vergiss das, was ich gesagt habe, die kriegen keinen Schaden. Weil dieses Wechsel ist ja an. Warum habe ich Kapalores eingesetzt? Magneton wäre das besser gewesen. Egal. Gegner-Sauger wird es auch hinbringen. Na, nicht ganz, aber. Was soll er jetzt bitteschön machen? Das wurde Spor. Weiß nicht, wie spul ich immer vor, weil die so lange dauert, die Attacke. Und es war's. Wieder eine Niteki und. Ja. Also in diesem Schiff, da findet man eigentlich nichts Großartiges, was einem weiterhelfen könnte, bis auf die Überreste. Die sind hier unten in diesem Mülleimer. Na, vergiss das. Die sind in irgendeinem Mülleimer. Schauen wir mal mein Ding nach. Jawohl, da sind sie. Überreste, die heilen immer ein bisschen KP im Kampf. Ja. Man kann hier auch super trainieren. Also das ist ein guter Ort, wenn ihr eure Pokémon auf 60 trainieren wollt. Weil man kann da immer wieder. Moment, jetzt hat sich da gerade mein Video den Weg. Also. Bild versperrt jetzt auch. Ich weiß gar nicht, was ist so Quatsch. Ich habe lange nicht mehr Let's Play. Sorry, jetzt bin ich ein bisschen schlechter geworden im Let's Play. Wir hoffen, du genießt deine Reise mit uns. Halt dich ruhig auf dem Schiff um. Ne, ich habe doch alles erkundet. Oder haben wir alles erkundet? Sprechen wir noch den Dingern mit seinem Pico. Was? Ne, doch nicht. Okay. Aber wie konnte ich den übersehen? Das ist doch der Mr. Brick, nehme ich an. Oder Herr Brick, oder wie der auch heißt. Sprechen wir den mal an. Sprech den an, du! Alter! Warum gehst du jetzt in Kabine 1? Warum gehst du jetzt in Kabine 2? Ja, heilen, ich weiß. Wir machen das Eisbett. Mach doch eine Pause. Wir gehen in sich aus dem City von Anker. Danke, dass du mit uns gefahren bist, ja. Wir sind angekommen. Okay, jetzt. Sind wir in Sega Sub City. Bis zum nächsten Part.